Herzlich willkommen in der zweiten Hälfte. Mein Name ist Bernhard Schlegel und das ist mein persönliches Videotagebuch. Heute ist Dienstag, der 8. Oktober. Und ja, jetzt habe ich schon einige Tage nichts mehr aufgenommen. Darüber gedacht, fasse ich mal zusammen, was sich so das Wochenende getan hat. Am Samstag war ich auf einer Geburtstagsfeier von einer ganz lieben Freundin, der Tanja, eingeladen. Hat man zuerst überhaupt überlegt, ob ich hingehen soll, weil ich leicht kränklich war, aber dann habe ich gedacht, das kann ich nicht machen, muss schon hinschauen. Und gut war's. War ein extrem nettes Fest, aus mehreren Gründen. Erstens einmal mein Geschenk, und davon habe ich glaube ich auch erzählt, das selbstgemachte Geschenk ist sehr gut angekommen, Freude bereitet. Und denken wir mal, darauf kommt es ja an, bei Geschenken, dass sie Freude bereiten. Mir hat Freude bereitet, es zu machen, und der Tanja hat es dann Freude bereitet, es zu bekommen. Das war mal eins, das mich sehr gefreut hat. Das zweite ist, ich bin dann wirklich länger geblieben, weil extrem nette Leute auf dem Fest waren. Auf der einen Seite Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, wo es mich gefreut hat, mit denen wieder mal zu plaudern. Und dann aber auch ganz neue Leute. Und das Lustige war, natürlich ist es dann gekommen, was machst denn du so und wie geht's so. Und da erzähle ich jetzt auch immer ein bisschen eben von meiner zweiten Hälfte. Und da kommen dann ganz spannende Reaktionen. Also auch so Fragen, wo ich mir immer denke, aha, wie kommen die Leute drauf? So nach dem Motto, aha, und willst jetzt alle missionieren? Oder verzichtet jetzt auf alles? Oder ja, so in diese Richtung halt. Und nein, ich verzichte nicht auf alles. Ganz im Gegenteil, ich komme jetzt drauf, wo das Projekt circa eine Woche, ein bisschen über eine Woche alt ist, darüber reden und dann gewisse Dinge ausprobieren. Und es tatsächlich in die Praxis umsetzen, sind echt zwei verschiedene Paar Schuhe. Also jetzt, glaube ich, bei irgendeinem Eindruck einmal gesagt, weniger Fleisch essen, ist mir bis jetzt noch nicht wirklich gelungen. Fällt mir interessanterweise aber erst immer dann auf, wenn ich da sitze und schon Messer und Gabel in der Hand habe, dass ich denke, Moment, das ist jetzt wieder über das Grühhändl. Da war doch was. Ja? Habe aber jetzt vorgesorgt und mir ein Kochbuch organisiert, wo es um Rohkost geht und halt so Gemüsegeschichten. Ich kann Gemüse bis jetzt schon zubereiten, aber nur als Beilage. Es ist ja wirklich, dass ich sage, ein abendfüllendes Gericht wird daraus gemacht und abwechslungsreich soll es vielleicht auch noch sein, wenn man nicht jeden Tag das gleiche essen will. So weit bin ich noch nicht. Das gilt es jetzt zu lernen. Ja, das war das eine. Und das andere mit dem Missionieren habe ich auch ganz spannend gefunden. Weil natürlich in der Diskussion, in der Auseinandersetzung, bin ich jetzt frisch begeistert und erzähle natürlich und sage, ja, das funktioniert ja nicht und das funktioniert, wir verbrauchen zu viele Ressourcen und überhaupt und außerdem. Interessant ist, das ist mir auch noch aufgefallen, die meisten stimmen mir dazu und sagen, ja, hast eh recht. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, nämlich, aber ich will ja auch nicht auf alles verzichten. Also ein Beispiel kann ich mir erinnern, da war diskutiert und mein Gegenüber hat dann gemeint, ja, aber wenn ich dann nach Thailand fliegen will, dann weiß ich schon, dass ich irgendwie Kerosin verbrenne und hin und her und dass es nicht notwendig ist, aber wenn ich fliegen will, fliege ich halt trotzdem. Ja, weil ich dachte, ja eh, kann ja auch jeder machen, wie er will, habe ja nichts dagegen, würde auch niemanden verbieten, nach Thailand oder irgendwo anders hinzufliegen, wenn man das will. Die Frage ist halt, wieso tue ich das? Und auch lustig war dann, seine Argumentation war, woanders spare ich ja dann eher ein, da kaufe ich ja dann Bio oder regional und so. Also dieser Ausgleich, dieser Tauschhandel, den wir da in unserem Kopf sehr gerne vornehmen. Also auf der einen Seite spare ich ja gewisse Umweltverschmutzung zum Beispiel ein und Ressourcenverschwendung, dafür darf ich es dann auf der anderen Seite ausgeben, sozusagen. Damit habe ich ganz persönlich ein bisschen ein Problem, weil unterm Strich bleibt ja mein Verbrauch dann gleich. Also ich verbrauche vielleicht weniger als wer anderer, das ist schon okay. Aber für mich selbst verbrauche ich immer noch zu viel. Darum geht sich diese Rechnung für mich nicht ganz aus. Aber wenn jemand fliegen will, soll er das tun. Also ich werde sicherlich auch irgendwann in Zukunft wieder irgendwo hinfliegen. Ja? Es geht nur um das Bewusstsein, mit dem es macht. Und in dem Zusammenhang ist mir dann auch gefallen, was irgendwie wünschenswert wäre generell, ist, dass die Preise einfach wirklich das widerspiegeln, was gewisse Dinge, Dienstleistungen, Produkte, wie auch immer, tatsächlich kosten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich das irgendwie ausgeht, wenn alle fair bezahlt werden und wenn man vor allem die Kosten der Ressourcen- und Umweltverschwendung mit einbeziehen würde.
dass ich die Banane um das Geld kriege und das ist beim Hofer oder beim Billa oder beim Spar oder irgendwo anders kriege. Das, also für mich persönlich denke ich, das kann sich rechnerisch ja nicht ausgehen. Also, denke mal. Wenn man da jetzt mitrechnen würde, was es tatsächlich kostet, diese Banane zu produzieren, also den ganzen Wasserverbrauch und alles Mögliche, was da mit reinkommt, dann würde es vielleicht Bananen immer noch geben, sie würden nur sehr viel teurer sein und man würde sich dann halt überlegen, ob ich es erstens wirklich brauche und kaufen muss und zweitens glaube ich auch, dass man es dann eher verwendet, weil jetzt, und das fällt mir bei mir selbst drauf, ich lasse sie manchmal einfach liegen und brauche nicht, weil es eh wurscht ist. Komme halt mittlerweile drauf, es ist nicht wurscht. Wir merken es nur nicht gleich, dass es nicht wurscht ist. Ja, also das waren so, das ist mir auch aufgefallen in diesen Gesprächen, so lustig, diese Rechtfertigung des ich weiß eh, aber ich mag es halt dann anders. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, warum ich dieses Projekt zweite Hälfte AT für mich begonnen habe, weil ich für mich selbst ein bisschen seltener sagen möchte, ich weiß eh. Also ich will mich selbst nicht mehr so oft dabei ertappen, dass ich weiß, wie es richtig gehört und trotzdem am Blödsinn mache. Weil genau das heißt, ich weiß eh. Ich weiß eh, hast, ich weiß, so sollte es richtig machen, das ist mir klar. Ich mag nur anders. Ja. Und das rechtfertige ich mit irgendwelchen Dingen halt in meinem Kopf, damit so das ausgeht. Aber unterm Strich gescheit ist, glaube ich, nicht. Ja. Darum auch teilweise dieses Projekt. Und auch wenn das manchmal, wenn ich so rede, klingt wie Missionsarbeit, ist es das nicht. Mehreren Gründen. Erstens einmal weiß ich gar nicht, wie viele Leute das tatsächlich anschauen. Und zu missionieren braucht man ja eher ein bisschen breiteres Publikum. Zum Zweiten, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber wenn, dann wiederhole ich es halt nochmal. Wenn man jemanden missionieren will, müsste man ja wissen, braucht man eine Mission. Und für eine Mission brauche ich ein konkretes Ziel, das heißt, ich muss wissen, wo es hingehört oder wo wir hingehören als Gesellschaft oder wie auch immer. Und ich müsste auch wissen, wie der Weg dorthin führt. Ja, und den Leuten zu erklären, wie sie hinkommen. Dann könnte ich missionieren. Ich habe beides nicht. Also weder weiß ich, wo es genau hingehen soll. Vor allem für den anderen kann ich schwer sagen. Ich kann sagen, was ich mir vorstelle, ob das dann tatsächlich für die Allgemeinheit so super ist, wie ich das erkläre. Keine Ahnung. Also es fehlt schon mal das Konkrete, wo soll es hingehen. Und wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, habe ich ja keinen richtigen Weg dorthin. Also auch das fehlt für eine Mission. Alles, was ich habe, sind Ideen und ein paar Eindrücke und Vorhaben, die ich für mich ausprobieren werde. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann halt auch schauen, wie geht es mir damit? Und wenn andere Leute sich durch das, was ich mache, oder durch das, dass ich mit ihnen drüber rede, oder vielleicht doch zwei, drei Leute, die sich das anschauen, dazu berufen fühlen, eventuell auch ein paar Dinge auszuprobieren, dann können sie das ja tun. Ja, ist doch okay, freut mich ja auch, aber sie müssen nicht das Gleiche tun wie ich. Sie müssen mir nicht einmal zustimmen. Ist in Wirklichkeit relativ wurscht. Ich würde es ja trotzdem machen. Ja, mit allem dafür und dawider. Ja, das war auch noch ganz lustig, weil ich ja immer erzähle, wenn die Leute fragen, wie bist du auf die Idee gekommen, erzähle ich natürlich ja immer über einen Roland Thüringer, weil das war so der letzte Stein des Anstoßes, den ich noch gebraucht habe, weil ich dieses gesehen habe mit Aufklappen, Zuklappen, das hat mir so gut gefallen. Darum auch dieser Wiedererkennungseffekt jetzt für die Leute, die sich die gültige Stimme AT auch anschauen. Und dann fragen mich Leute manchmal auch so, ja, und machst du jetzt das Gleiche wie er? Also ziehst du auch irgendwie in deinen Wohnwagen und so. Und darauf muss ich antworten, na, also ich hätte gern so einen Wohnwagen wie der Roland Thüringer mit meinem eigenen Garten draußen und so. Das sind schon Rahmenbedingungen, die ich extrem sexy finde. Und manches klingt vielleicht auch ähnlich. Was ich erzähle, was er erzählt, über die Themen, über die wir reden. Nur er macht sein. Er ist der Roland Thüringer, der macht das, was Roland Thüringer macht. Ich bin der Bernhard Schlegel, ich mache das, was Bernhard Schlegel macht. Schaut sich manchmal vielleicht ähnlich, wird sich vielleicht in manchen Punkten auch überkreuzen. In manchen Punkten sind wir wahrscheinlich ganz anderer Meinung. Aber das ist ja auch okay. Ich glaube nur, dass wir sowieso immer mehr werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich mich intensiver mit den Themen auseinandersetze, aber mir fallen plötzlich überall Dinge auf, sei es irgendwelche Artikel, sei es irgendwelche Postings auf Facebook, wie auch immer, dass immer mehr Leute sagen: Na Moment, wir können ja so nicht weitermachen, lassen wir uns doch was anderes einfallen.
Also probieren wir es zumindest aus. Wenn das, was wir ausprobieren, schief geht, ist ja nicht viel verhaut. Weil von dem, was wir jetzt gerade machen, wissen wir, dass es schief gehen wird. Das ist Fakt. Lass dich berechnen und beweisen und so weiter. Wenn wir so weiter tun, geht es ja nicht aus. Und ich habe so den Eindruck, es sind immer mehr Leute. Plötzlich kommt Regionalität bei den Lebensmitteln und so weiter. Plötzlich lest man, hey, aber der komische Bauer in der Werbung, den gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Das ist ein Schauspieler. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, aber der Werbung kann man ja nicht trauen. Wer glaubt schon der Werbung? Wenn der mit dem Brotbacken da steht in der Werbung und Bio verkauft wird, wenn ich drüber nachdenke, logisch, ist mir natürlich klar, dass das jetzt nicht in einer Originalbackstube gefilmt wird. Aber wer sitzt schon bei Werbung und denkt logisch drüber nach? Die meisten Geschichten lassen wir doch einfach nur vorbeirauschen bei uns. Das heißt, wir denken nicht logisch drüber nach. Also dieser Filter des klaren Erkennens, das ist Fiktion, der ist ausgeschaltet. Und was überbleibt, ist ein emotionaler Eindruck. Und dieser emotionale Eindruck leitet mich oder verleitet mich dann dazu, gewisse Dinge zu kaufen und zu präferieren über andere Dinge. Und deswegen funktioniert diese Werbung, die uns anliegt, von vorn bis hinten. Und wenn sie nicht funktionieren würde, dann würden die Werbeleute ja diese Werbung ja nicht machen. Muss auch ganz klar sein. Ja. Wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ah ja, genau, weil es immer mehr Leute gibt. Ja, und jetzt gibt es halt auch Leute, die sich darüber aufregen und sagen, hey, finden wir nicht okay, das, was die Werbung da mit uns macht und dass sie uns da eine heile Handwerks-Bio-Welt vorgaukelt, die so zwar schon noch existiert, nur in ganz kleinen Bereichen, aber nicht wie die es uns vormachen. Ja. Ja, also das war im Großen und Ganzen so dieses Geburtstagsfest, war sensationell. Hat dann auch länger gedauert, als ich mir eigentlich gedacht habe, dass ich bleiben werde. Dementsprechend war dann der Sonntag eher so ein Regenerationstag. Und gestern war dann der erste Tag dessen, dass ich gesagt habe, weil ich wurde auch gefragt, naja, und das ist dein Beitrag dazu, dass sich etwas ändert. Das erste sieht man hier. Und also sieht man das Ergebnis, was ich ausprobiere, sieht man da jetzt ja nicht, aber ne, ich erzähle da zumindest davon. Jetzt müssen wir auf die Zeit schauen, wie lange haben wir schon. Ah, eh bald, ja. Und das zweite ist, ich habe beschlossen, meine Firma zu verändern. Ja, ich bin ja selbstständig, wie die meisten das jetzt anscheinend wissen, bin Trainer, Vortragsredner und habe jetzt beschlossen, ich werde meine Zielgruppe verändern. Weil selbst ich habe wenige, produzieren nichts, wo kann ich da Nachhaltigkeit erzeugen, war meine Frage. Dann habe ich gedacht, siehst du das? Nachhaltigkeit kann ich erzeugen oder beeinflussen, indem ich mir Kunden suche, die ihrerseits nachhaltig agieren und die in ihrem Geschäft unterstützen mit dem, was ich weiß und was ich jetzt schon anderen Firmen zur Verfügung stelle. Also ich bin jetzt gerade am Recherchieren, welche Firmen würden da in Frage kommen und die dann auch zukünftig zu kontaktieren und zu schauen, ob ich für die was machen kann. Ja, das war es im Grunde genommen. Und heute noch, genau, wie man ja sieht, frisch rasiert. Und ich habe einmal auch gesagt, irgendwie das mit dem Rasieren ist so komisch, weil ja ich so viel Wasser verbrauche. Also unter der Dusche nass rasieren, permanent rennt die Dusche dabei. Habe gesagt, da möchte ich einsparen. Heute das erste Mal was probiert, hat man einfach eine kleine Schüssel mit Wasser unter die Dusche gestellt und halt dann abgedreht und während dem Rasieren halt auch nur so einen Rasierer ausgewaschen und so. Hat super funktioniert vom Rasieren her. Es ist nur ein bisschen frisch unter der Dusche. Also so nass drunter stehen und pff, es. Ja, rasieren dauert doch ein bisschen eine Zeit. Der Bequemlichkeits- und Relax- und Wellness-Faktor, den eine Dusche ja auch haben kann, der ist mit dem Rasiersystem dahin. Ja, jetzt werde ich das nächste Mal nur was anderes probieren und schauen. Aber ich habe ja einmal schon gesagt, es geht ja auch darum, die eigene Bequemlichkeit aufzugeben. Und muss halt ein bisschen unbequemer beim Rasieren sein, aber dafür rinnen immer zig Liter den Abfluss hinunter. Gut, das war's für heute. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.